seufzt. Hi zusammen, Ingo hier. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht, so lange ist es her. Aber es wird Zeit, mal wieder ein neues Video zu drehen. Es gibt nämlich Neuigkeiten. Neuigkeiten, die ich hier mit euch teilen möchte. Nicht des Teilens willen, um das hier so in die Welt zu blasen, sondern halt in erster Linie für mich, um so ein Buch drüber zu führen, so eine Art Tagebuch zu führen, was hier so passiert. Und nochmal, ich habe es im ersten Video gesagt, das ich hier verlinke. Gossip Guy, irgendwie Real Talk oder so habe ich es genannt. Und wenn ihr nicht wisst, wenn ich von dem Bratkartoffeltypen spreche, dann guckt euch bitte das Video an. Es gibt Neuigkeiten, ja. Und nochmal, an dieser Stelle, ich muss es nochmal sagen, ich habe das im ersten Video schon mal gesagt, aber trotzdem, nochmal, ich möchte ja so ein Buch für mich führen, deshalb, ich bleibe hier wirklich bei den Fakten. Ich dramatisiere nicht über und ich pimp auch nichts auf, dass es irgendwie dramatischer für euch oder unterhaltsamer rüberkommt, sondern das ist tatsächlich alles so, wie ich das erzähle. Also, ich habe mir das nicht ausgedacht. Obwohl ich ja hin und wieder mal so denke, eigentlich müsste ich es aufschreiben und irgendwie an so eine TV-Produktionsfirma schicken. Ja, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Ich fühle mich hier in meinem Haus, aber eigentlich in meiner Siedlung, in der ich hier wohne, nicht sonderlich wohl. Das hat nichts damit zu tun, dass es hier irgendwie hässlich oder so wäre. Nein, eigentlich hat es hier Vorteile. Ich wohne ziemlich zentral. Ich habe Bus-Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, ich habe alles direkt hier, ich habe Entertainment, gibt es hier nicht in der Stadt, von daher, aber ich komme halt direkt mit dem Bus oder mit der Bahn irgendwie in die umliegenden Städte, nach Bochum oder nach Dortmund oder meinetwegen auch nach Hagen und kann da irgendwie so Kultur aufsorgen, wenn es mich dann jucken sollte oder wenn es dann halt auch wieder geht. Von daher ist das hier zentral zu wohnen eigentlich sehr, sehr schön und auch die Gegend ist eine alte eine alte Siedlung, in der mein Vater groß geworden ist. Mein Vater ist 100 Meter von hier in der gleichen Siedlung groß geworden und ich kenne das hier alles. Es ist alles sehr vertraut. Nur ist dieses Viertel hier von den Bewohnern halt nicht mehr das, was es noch in den 70ern oder 80ern war, sondern das ist halt schwieriges soziales Umfeld hier geworden. Das merke ich einmal an meinen Nachbarn, die extrem nerven. Und das merke ich ganz besonders an meinem Nachbarn, der direkt unter mir wohnt. Hashtag Bratkartoffelfiasko. Ja, es gibt Neuigkeiten. Ja, ich weiß, auch in anderen Häusern oder Siedlungen gibt es Probleme. Also das ist ja jetzt nicht nur hier so, sondern das gibt es halt überall. Da muss ich nur aus dem Fenster gucken und sehe, dass irgendwo wieder was schief läuft oder dass irgendwie Unruhe ist oder. Das gibt es überall. Hier bei mir im Haus muss ich allerdings sagen, das sind alles so kleine Puzzleteile, die jedes einzelne Teil eigentlich so sehr harmlos wirken. Aber so zusammengesetzt wird es dann halt ein großes und irgendwann wird es dann nicht nur zu einem Problem, sondern Hals. So, ne? Zu diesem Problem mit speziell ihm hier unter mir gab es auch immer das Problem, dass ich hier Internetabbrüche hatte und dass ich nachgefragt hatte, ich hatte bei Vodafone angerufen, was ist los? Und dann, oh ja, das liegt an ihrem Modem. Jetzt habe ich mittlerweile das Modem ausgetauscht. Daran lag es dann halt auch nicht, weil diese Internetabbrüche waren immer wieder da. Mir fiel es halt auf, dass es immer abends war. Stellte sich raus, das ist alles in dem Video zu sehen, dass der Sicherungskasten unten, der bei uns im Flur ist, dass da die Sicherung raus war. Und daraufhin hatte ich dann alles Mögliche kontaktiert.
Es kam ein Techniker von Vodafone raus, aber der konnte dann halt sagen, nee, kann man nichts machen, unser Vodafone-Kasten ist abgeschlossen, da kommt auch niemand dran, aber die Stromzufuhr zum Vodafone-Kasten, da haben wir ja nichts mit zu tun, das muss dann der Vermieter machen. Ich wohne hier in so einer Gesellschaft, in so einem großen, anonymen Ding. Da habe ich dann angerufen, dort mit dem Callcenter gesprochen und ja, dann haben sie mich missverstanden, ich habe Briefe geschrieben, ja, können wir ja nichts machen und den Keller, wo die Sicherung zusammenläuft, muss öffentlich zugänglich sein, wenn mal irgendwo was ist, ein Feuer oder sowas, dann, dass Sicherungen noch schnell rausgemacht werden können und Sicherheit gedönst und hast nicht gesehen. Aber dann meinte dann der Techniker, der hier war, von der Wohnungsgesellschaft hier, machen Sie doch Folgendes, wenn Sie das Gefühl haben, und das Gefühl hatte ich, jemand dreht mutwillig die Sicherung raus, also wir haben da so einen Kippschalter, den man einfach nur nach unten drücken muss, das ist so ein Dreierding für den kompletten Keller, da hängt halt der komplette Strom dran, der mittlere davon ist der Sicherungsschalter für den Strom, für den Keller, das heißt, es geht im Keller das Licht aus, es geht die Waschmaschinen unten im Keller, in der Waschküche gehen halt auch aus und natürlich dann halt auch die Stromzufuhr für den Vodafone-Verteiler, wo dann halt Fernsehen, Telefon, Internet dran hängt. So, jetzt ist die Besonderheit hierbei, dass ich hier in einem Haus auf der Straße wohne, das zentral genau in der Mitte liegt, direkt auch an der Kreuzung. Und alle Leitungen, auch die Vodafone-Leitung, läuft bei uns zentral ins Haus. Und von hier aus ist der Verteilerknoten in die restlichen Häuser, die hier auf der Straße liegen. Das heißt, wenn die Sicherung raus ist, ist nicht nur bei uns im Keller zappenduster, sondern auf der ganzen Straße Internet, Telefon, was habe ich vergessen, im Fernsehen, weg. Und es steht die, was war das, Fußball, EM, WM an und ich dachte mir so, ja, das kann ja dann spaßig werden. Der Techniker sagte mir auf jeden Fall, er könnte da direkt nichts machen, aber ich als Mieter könnte ja privat hingehen und da irgendwie Sicherheitskameras irgendwie installieren, dass ich rauskriege, ob da jemand kommt und dementsprechend dann halt zu sehen, wer dann da kommt. Und dann denke ich mir nur so, ja, genau, klar. Und dann kriege ich nachher die Anzeige wegen Datenschutz und hast du nicht gesehen. Abgesehen mal von den Kosten, mal ganz abgesehen. Ich werde einen Teufel tun. Hab dann nochmal mit der Gesellschaft hier gesprochen, also E-Mail geschrieben, hab's mir nochmal von jemandem, der mit so Beamtendeutsch umgehen kann, das nochmal übersetzen lassen, drüber gucken lassen, hab das dann weggeschickt, dann ging's dann nochmal hin und her und ja, dann passierte erstmal nichts. Die Ruhe hielt eine Woche an. Ich saß abends, dann eine Woche später hier war am Daddeln und ich wollte gerade Daddeln, war ich weiß nicht. Auf jeden Fall war Internet weg und ich dachte mir so, gucken was es ist und dann muss ich wieder runter in den Keller. Und habe dann halt wieder gesehen, dass wieder die Sicherung, und zwar nur die mittlere Sicherung raus war. Laut fluchend habe ich es ja wieder rein und dann hatte ich dann am Abend auch wieder Internet und ich hatte aber so einen Hals. Da stehe ich morgens mit meiner Tasse Kaffee am Fenster. Ich habe meine Kaffeemaschine direkt am Fenster stehen. Und während der Kaffee noch so brüht, mache ich dann halt so das Fenster auf morgens, so frische Luft und so. Hänge ich so ins Fenster, warte auf den Kaffee. Und ich hänge dann da so und werde so gerade klar im Kopf. Irgendwie war es 7:30, irgendwie sowas. Und auf einmal höre ich nur im Nachbarhaus irgendwie so rumgebrüllen. Ich denke so, wieder einer. Und höre dann auf einmal irgendwie Türen poltern. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das höre ich eigentlich schon gar nicht mal hin. Mir fiel es halt wirklich nur auf, weil ich so am Fenstergang habe. Und sehe dann halt einer aus dem Nachbarnhaus, wie er wirklich so wirklich wutentbrannt rumstapfend Drecks, Scheiß, Kack, und am wirklich lautstark am Fluchen.
geht am Haus vorbei, macht halt, beziehungsweise dreht um und geht auf unser Haus zu, auf unsere Haustür zu. Und ich höre nur einen. Und ich denke so, der hat nicht jetzt gerade wirklich die Haustür aufgetreten, oder? Stellte sich später heraus, er hat die Haustür aufgetreten, die war allerdings nicht im Schloss, also ist nichts kaputt gegangen. Auf jeden Fall ist er lautstark zu uns ins Haus rein, war drin am Schreien und am Poltern und ich hörte die zweite Tür knallen und ich wusste, das ist die Holztür unten aus dem Keller und hörte dann auf einmal die Klappscharniere und die Metalltüren vom Sicherungsschrank. Am Fluchen und Tür wieder am Knallen, noch eine Tür am Knallen und Haustür wieder am Knallen. So ein Dreck, Scheißanlass, mein Fernseher ist kaputt und blablabla. Und ich wusste, Internet war wieder aus. Und dann geht er so fluchend an mir vorbei und ich rufe ihn dann so runter, ey, was ist los? Und dann sieht er mich erstmal, guckt hoch, sieht mich. Scheiß Internetkacke, wenn ich den in die Finger kriege, boah. Und war dann wieder weg. Und ich denke mir so, ja, gut, dann scheint ja Internet gleich wieder da zu sein. als ich mich dann fertig gemacht habe und dann eine Stunde später oder so dann halt aus dem Haus raus bin, um meinen Bus zu kriegen, bin ich an dem Haus vorbei und sah dort auch einen Mieter draußen vorm Haus sitzen und fragte ihn dann so, ich wollte mal kurz mit dem Herrn sprechen, der hier, Sie wissen schon, der so sehr emotional ist. Kenne ich nicht. Ich sage, ja, ist klar. So. Und klingel dann die erste Klingel. Und habe ich dann auch direkt erwischt. Und er guckte mich dann so an. Er hat sich direkt bei mir entschuldigt, dass ich gerade so laut war, aber es geht mir so auf und sagt, irgend so ein Sau sagt Chris ja auch mit, sagte er zu mir, dreht wohl die Sicherung raus. Ich sage, ja, ich weiß, ich habe gestern mit dem Vermieter, ich habe mit Vodafone gesprochen und die können das und das so nicht machen. Und dann habe ich das gleich erzählt, so wie euch jetzt. Und das nehme ich jetzt in der Hand. Ich nehme das jetzt in der Hand. Und habe ihm das so gesagt und dann erzählte er mir dann halt auch so Geschichten. Er wohnt hier irgendwie seit 12 Jahren oder so. Die halt auch bei ihm im Haus passiert sind, die mit diesem Haus zusammenhängen, dass der alte Mann, den ich draußen gesehen habe, ist ja wohl ein Unding, dass der, ich weiß nicht, wie alt er ist, 70, 75, 80, irgendwie sowas, der hat nichts, Sozialhilfeempfänger, pflegebedürftig, und dem sein einziger Spaß und seine Unterhaltung ist, Fernseh gucken. Und wenn Fernsehen nicht da ist, muss er sich raus auf die Straße setzen und Straße gucken. Und das kann es ja wohl nicht sein. Er, der hier so am Krakeelen war, meinte, ihm ist sein neuer Flatscreen ist kaputt gegangen, weil die Sicherung andauernd rausgedreht wird und irgendwie Festplattenrekorder und so. Und war auch schon bei der Polizei Anzeige gestellt, wegen Schaden und so. Ja, ich sage herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall bin ich dann, als ich hier aus dem Haus gegangen bin, ich weiß nicht, so um 8 oder so, bin ich hier durchs Haus und habe an jeder Tür geklingelt. Viel habe ich nicht erreicht. Nachmittags habe ich das gleich nochmal gemacht, als ich wieder nach Hause gekommen bin. Kurz vorher hatte ich ein Gespräch mit meinen Eltern genau über dieses Thema, also wegen dem Stromausfall, Internet, Fernsehen, Telefon weg, dass wir hier zentral halt sitzen, dass die ganze Straße betroffen ist, bla 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 bla. Und mein Vater fragte mich, sag mal Ingo, wer hat denn als Zugang zu euch ins Haus oder in den Keller? Und ich denke so, ja, nur wir Mieter hier, also die hier wohnen, wer soll sonst einen Schlüssel haben? Ach ja, hier Putzkolonne hat halt noch einen Schlüssel, so ein Schlüssel für die ganze Siedlung, ne? Dass die nicht irgendwie so einen Schlüsselbund haben. Aber ansonsten, ja, und sind die Türen dann offen oder zu? Ich sage, ja, die sind schon immer abgeschlossen, also man kommt tatsächlich auch nur mit Schlüssel rein. Also muss das ja jemand im Haus sein oder jemand, der einen Schlüssel hat, ne? Ja, ja, klar. Und deshalb bezog ich das natürlich dann halt hier auf die Leute, die hier im Haus wohnen.
Jetzt komme ich nach Hause mittags und mache dann halt meinen Befragungsrundgang weiter und klingel nochmal, die ich morgens nicht erwischt habe, raus und frage sie die gleichen Fragen bzw. die gleiche Bitte, falls Internet aus ist, Telefon, Fernseher welches, mal kurz lauschen auf dem Flur, ob sich draußen was bewegt und nach draußen stürmen und den Täter auf frischer Tat ertappen. Ja, alle Leute haben sich irgendwie geärgert. Ah, das geht ja nicht in die Wohnungsgesellschaft, muss ja was unternehmen. Ich sage, ja, das mache ich jetzt. Gucken sie mich alle an, wie, ne? Und dann stiefel ich halt hoch und komme halt in die Etage unter mir, wo halt besagter Bratkartoffel-Heini wohnt. Und krieg's erst so nicht mit, klingel dann halt da und er macht halt nicht auf und ich warte. Und in dem Augenblick, wo ich mich dann halt umdrehe und hoch in meine Wohnung dann halt will, sehe ich auf dem Treppenabsatz neben seiner Tür einen Schlüsselbund liegen. Jetzt ohne Scheiß. Okay, da liegt dann da ein Schlüsselbund. Könnte es jetzt irgendwie damit zusammenhängen, dass irgendjemand den Schlüsselbund hatte, bei uns ins Haus gekommen ist und die Sicherung rausgedreht hat? Ich weiß es nicht. Warum liegt dieser Schlüsselbund ausgerechnet vor der Tür von dem Bratkartoffel-Heini? Ich weiß es nicht. Was macht Ingo? Ingo geht hoch, nimmt sich ein Edding und wieder mal ein Blatt Papier und schreibt drauf, Schlüssel gefunden, wenn er deiner ist, klingel mich an. An seine Tür geklebt. Nichts. Erster Tag nicht, zweiter Tag nicht. Ich denke, okay, dann wird das nicht sein Schlüssel gewesen sein. Zettel war übrigens weg, habe ich am nächsten Tag gesehen. Also er hat den Zettel gesehen und dementsprechend wohl auch gelesen, hat sich aber nicht reagiert, und ich dann gedacht, okay, habe ich den Zettel unten in den Hausflur geklebt. Wir haben da so ein schönes schwarzes Brett, damit es auch wirklich jeder lesen kann. Und ja, dritte Tag nichts passiert, vierte Tag nichts passiert. Niemand wollte diesen Schlüsselbund haben. Und ich denke mir so, bringst du das gute Stück in die Stadt, ins Rathaus, zum Fundbüro. Zettel unten geupdatet, dass sich niemand meldet, Schlüssel im Fundbüro abzuholen. Und war auf dem Weg, den Schlüssel ins Fundbüro zu bringen. Wer kommt mir auf dem Weg zu meinem Auto entgegen? Der Bratkartoffelmensch. Der Schlüssel! Ja, was ist mit dem Schlüssel? Ja, du hast einen Schlüssel gefunden! Ja. Habe ich dir an Tür geklebt und dann hast du dich nicht gemeldet, dann habe ich unten in den Keller geklebt. Ja, ja, der Schlüssel ist meiner. Ich sage, der Zettel hängt da jetzt seit einer Woche und ich habe es dir an die Tür geklebt. Warum holst du den da nicht ab? Keine Antwort. Ja, gib her! Und ich wusste ja jetzt nicht, kannst du dem jetzt den Schlüssel geben? Ist das jetzt wirklich seiner? Und dann habe ich ihn erstmal gefragt, ich drücke dir jetzt nicht irgendwie den Schlüssel in der Hand, ne? Kann ja jeder kommen und sagen, es ist meiner. So, ne? Und dann habe ich ihn halt gefragt, wie sieht denn der Schlüssel aus, weil der war halt an so einem Karabinerhaken dran. Und dann sagte er mir das dann halt auch mit dem Karabinerhaken und dann habe ich ihm den Schlüssel gegeben und dachte so, bescheuert, oder? Ja, hast aber Glück gehabt, weil ich war gerade in der Stadt unterwegs, ich wollte es eigentlich im Fundbüro sagen. Ja, ist meiner. Ja, ist deiner, okay, hier. Ja, das war wieder so eine sehr merkwürdige Unterhaltung. Auf jeden Fall war nicht den Schlüssel los. Und dann habe ich mir schon gedacht, so, ha, ja, wenigstens, ja. Aber warum fällt ihm das eine Woche später auf? Also wenn ich meinen Schlüsselbund verliere. Oder? Er hatte seinen Schlüssel wieder. Ich glaube, das war dann am Freitag. Es war vorm Wochenende, weil ich dann das den Schlüsselbund noch vor dem Wochenende im Fundbüro abgeben wollte. Das war am Freitag, genau. Und am Sonntag Internet wieder aus. Und dann bin ich ausgetickt. Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal wirklich so aufgeregt habe. Ich war auch gerade am Essen und musste dann mit so einem Hals runter in den verdammten Keller und habe wild fluchend alle Türen auf und also ich habe wirklich gepoltert im Flur, dass es auch wirklich jeder mitgekriegt hat.
und die Sicherung wild fluchen, hab die Türen zugeknallt und dann kam dann halt unser Hausdrache hier. Wir haben auch noch einen Hausdrachen hier im Haus. Was ist denn hier los? Und so, und ich denke, komm ich jetzt nicht so. Und argumentiere dann mit ihr halt lautstark, Internet ist wieder weg und irgend so ein Vollpfosten hat wieder die Sicherung rausgelegt. Ah, ja, ich habe das aber im Fernsehen und Mama. Und es war eine sehr laute Unterhaltung. Und sie, also ich war wirklich in Rage. Ich war wirklich am Fluchen, ich war laut. Und wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich ein sehr ruhiges Gemüt habe. Es sei denn, man triggert mich. Und dann werde ich aufbrausen. Und ich kann laut werden. Glaub mir, ich kann laut werden. Und ich war in diesem Lautmodus. Und diese unser Hausdrache hat es dann trotzdem irgendwie geschafft, das Gespräch an sich zu reißen und sich dann über ihre Missstände in ihrer Wohnung und die Familie hier, bla bla bla, nichts kümmert, bla 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 bla. Bla. Und ich denke mir so, ist mir völlig egal. Es war laut im Hausflur. Und auf einmal hörte ich dann nur oben über ihr eine Tür aufgehen. Und dann kam dann halt so, ich weiß nicht mehr, wie genau der Wortlaut. Da kam dann auf jeden Fall von oben, was ist denn hier los? Mein Bratkartoffel-Heini hat sich halt auch auf den Flur begeben und guckte mich so von oben runter schräg an, wie ich mit der Frau unten, ich habe es ja dann verstehen lassen, bin zu ihm hoch. Weil ich den noch nicht erwischt hatte, habe ich ihm das gleich erzählt. Ja, Internet ist wieder weg. Da hat jemand die Sicherung rausgedreht. Und da guckt er mich an und meint so, ja, das war ich. Wie, du drehst den Strom? Wie, du drehst den Strom? Du bist das, der runter in den Keller geht? Warum machst du das? Ja, die von unten, die ist so laut, die stört mich. Was? Die ist so laut, deshalb gehst du in den Keller und drehst die Sicherung raus? Ja, ja. Ich glaube, ich habe noch gar nicht mal gefragt. Also, ich wollte nicht weiter darauf eingehen, auf dieses Warum, weil irgendwie erschien mir das in dieser Diskussion irgendwie völlig sinnlos. Und ich sagte dann nur so, die ist schon klar, dass du nicht nur ihr den Strom abdrehst, sondern mir auch, der über dir wohnt und der ruhig ist, dem kompletten Haus und jetzt die Neuigkeiten für dich. Unten ist ein Verteilerkasten. Alles, was da unten reingeht, geht in die komplette Straße. Du drehst jedem Mieter hier auf der Straße den Saft ab. Lass die Finger davon. Nee, das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Ich habe doch letztens mit dem Handwerker hier gesprochen, ne? Vom Wohnungsgedöns hier. Ja, nee. Ja, doch. Ja, Internet und Strom. Wir müssen ja alle Strom sparen. Wir müssen was? Ist ja schön, wenn du Strom sparen willst. Dann mach du deine Sachen aus. Aber du kannst doch nicht, weil du es für wichtig erachtest, Strom zu sparen, der kompletten fucking Straße den Strom abzudrehen. Das geht einfach nicht. Ja, was machst du denn mit... Ja, was? Wofür brauchst du denn den Strom? Fragt er mich. Ich denke so, ja, ich bin im Internet. Ja, was machst du denn im Internet? Im Internet steht doch auch morgen noch alles. Kannst du doch noch morgen noch gucken. Ich kann's nicht. Es geht dich in Scheißdreck an, was ich im Internet mache. Und so eine Krawatte. Muss ich noch einmal runter in den blöden Keller und diesen dämlichen Schalter wieder reindrehen. Hast du die Bullen am Arsch? Ich hab keinen Bock mehr, mich aufzuregen. Bin dann halt hoch und dann fing ja unten an zu fluchen. Du Wichser, du Blödmann, du... Ich weiß nicht, was er mir noch alles in den Kopf geschmissen hat. So einen Hals ich hoch in die Wohnung. Mein Puls am Rasen, wie sonst was. Ich konnte es einfach nicht fassen. Dass der mir einfach so ins Gesicht sagt, nö, ich drehe das hier ab. Und dass wir hier alle an einem Stromkabel sitzen, nö, das ist nicht so. Auf jeden Fall,
war ich wieder oben bei mir in der Wohnung, habe mich so ein bisschen abgeregt und kam runter, eine Stunde ging vorbei. Ich war mit einer Freundin am Quatschen, so über WhatsApp, haben uns Nachrichten hin und her geschickt. Und ich habe ihr dann halt so von meinen Erlebnissen des Tages erzählt. Und wie gesagt, als ich das Ganze nochmal so rekapituliert habe, bin ich halt dabei auch runtergekommen. Mir tat das so gerade so ganz gut sozusagen. Und auf einmal geht die Türklingel. Ansonsten hatte ich eigentlich ein schönes Wochenende. Ich war am Samstag ein bisschen draußen. Ich war shoppen. Und habe hier eine sehr, sehr ruhige Kugel geschoben. Warte mal. Bleib mal eben dran. Ich gehe mal gerade zur Tür. Hi. Hi, hast du einen CD-Spieler für mich? Ein CD-Spieler? Ja, Player. Nee. Ich muss Musik hören. Ja, kann ich nichts machen. Kannst du nicht helfen, ne? Nee, ich habe keinen CD-Spieler über. Geh doch mal zur Walze. Weißt du, wo die ist? Ja, weiß ich. Die haben CD-Spieler, ich weiß nicht, für 10 Euro oder so. Da einfach mal gucken gehen oder so. Aber ich habe leider keinen über. Ich habe meinen. Also ich benutze den ja auch, aber. Nur weil ich jetzt gerade keine Musik höre, kann ich dir den CD-Player nicht geben. Ich brauche ein bisschen Musik, weißt du? Ich komme nicht klar, ja. Muss ich da einen singen? Kann ich nichts machen. Sorry. Ja, alles klar. Ja, schönen Abend. Mir auch. Sag mal, echt jetzt, oder? Hat der einen Knall? Sag mal. Hast du jetzt, also ich habe extra mitlaufen lassen. Sind wir ernsthaft? Oh Mann, ey, was schickst du mir da wieder für Sachen, ey? Heiliges Blechle, ey, Wahnsinn. ich muss Musik hören, ich komme nicht mehr klar. Hey, bei mir im Kopf, da dreht sich alles. Muss ich Musik hören, sonst hau ich Kopf durch Wand, ja? Gott. Ich glaube, ich würde die Tür 5-mal verbarrikadieren, wenn ich bei dir leben würde. Gott, ach Gott, ach Gott, das ist ja nicht normal, ey. Und ich daraufhin dann so, sag mal, die ist schon klar, dass es der gleiche Nachbar ist, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das war der? Der traut sich tatsächlich zu dir an die Tür und fragt nach einem CD-Player? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich hätte ihm einen CD-Player rektal eingeführt. Und da bist du so ruhig. Der hätte von mir was anderes zu hören gekriegt. Ich hätte zu dem gesagt, sag mal, dass du dich traust, hier zu fragen, schau, dass dein Arsch runterschwingst. Ich glaube, ich spinne, ey. Wow. Internet blieb an. Für eine Stunde. Ernsthaft. Für eine Stunde. Internet wieder weg. Ich bin dann diesmal leise runtergegangen. Ich habe mich versucht, nicht mehr aufzuregen, weil ich merkte, das geht da nicht gut. Ich bin leise runtergegangen, habe wort- und geräuschlos die Sicherung wieder reingedreht, bin hochgegangen und habe die Polizei angerufen. Und dann habe ich ein sehr, sehr nettes Gespräch mit einem Beamten in der Leitstelle in Bochum telefoniert und Daten aufgenommen. Und ach, der Herr so und so. Und ich hörte nur so, ach, der Herr so und so. Und ich denke mir so, ach, guck mal, ist ein Begriff, der Name. Und habe ihm so den ganzen Sachverhalt erklärt. Und dann meinte er so, ja, es geht ja gar nicht, ne? Aber er könne halt nichts machen. Weil es ist keine Ruhestörung und es ist keine Sachbeschädigung. Wenn an dem Stromkreislauf ein Kühlschrank hängen würde und durch den Mangel an Strom auf einmal Lebensmittel im Kühlschrank schlecht werden würden, dann wäre das Sachbeschädigung und dann könnte die Polizei rauskommen.
ja, Ruhestörung liegt in dem Fall dann halt auch nichts vor. Sie können halt nichts machen. Aber gehen Sie doch mal morgen früh zu Ihrem, zu meinem Kollegen bei Ihnen in der Stadt, im Stadtteil, und sprechen das mit dem so durch. Und der wird dann sehr wahrscheinlich rauskommen, sich den Typ mal angucken, mal sich mit dem unterhalten und vielleicht einen psychologischen Dienst oder Gesundheitsamt ist es in dem Fall dann halt beauftragen, dass die sich den mal genauer angucken. Also Gesundheitsamt, ob der zurechnungsfähig oder so irgendwie ist. Oder ob der irgendwie was anderes, ne? Was ich bis heute nicht gemacht habe. Ich gebe ja jedem nicht nur eine zweite Chance, sondern halt auch mal eine dritte und eine vierte. Und ich drücke auch bei wirklich vielem ein Auge zu. Und ich denke mir so, ja, es kann ja nicht mal sein. Und dann ist das halt so. Und morgen, wenn du entspannt bist, sieht die Welt wieder anders aus. Und dann muss sie jetzt durch und dann ist gut. Aber irgendwie was zu viel ist, ist zu viel. Aber als ob er es mitgekriegt hätte, nach dem Telefonat war Ruhe. Das ist jetzt ein paar Wochen her. Weil ich habe gedacht, es käme noch was, mit dem ich hier dieses Video schließen kann. Ich weiß, auch in anderen Siedlungen, in anderen Nachbarschaften gibt es immer mal wieder Aufregung und Ärger, auch gerade so mit Nachbarn. Das hier ist ein bisschen schräger, weil es passiert da dann auch was. Was ich jetzt aber heute nicht mehr erzählen werde, sondern die Geschichte von letzten Montag braucht ihr eigenes Video. Ich glaube, es gibt einen Abschluss. An dieser Stelle, es war jetzt viel erzählt und jetzt muss auch jetzt mal gut sein. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Geht raus, seid dankbar für eure Nachbarn, die euch nicht nerven, klingelt an, überreicht ihnen einen Blumenstrauß und sagt einfach mal, danke, dass du mich nicht nervst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis dahin, lieben Gruß und viel Spaß beim Lesen. Bis dahin, ciao. Ich will nicht mehr...